Es ist Tradition, ich habe immer den Verdauungsslot, also ich muss euch jetzt wach behalten, dass ihr nicht einschlaft. Und ich muss euch leider auch gleich enttäuschen, weil ich spreche nicht über die agile Testpyramide, sondern ich spreche über die agile Test-Timeline. Weil ich habe gemerkt, als ich den Vortrag vorbereitet habe, das hat mit der Pyramide nichts mehr zu tun. Das ist Susie, die User Story. Und die Susie, die hängt beim Team an Bord, am Scrum-Board. Und sie ist ja nicht gerade die oberste User-Story, das heißt, sie hat ein bisschen Zeit, die schaut ein bisschen, wie das Team arbeitet, schaut ihnen zu. Und eines Tages am Daily Scrum fasst sie allen Mut zusammen und spricht das Team an. Ey, liebes Team, was macht ihr denn, dass ihr sicher sind, dass wenn ich umgesetzt bin, dass es auch wirklich funktioniert? Wie seid ihr sicher, dass ich dann einen glücklichen Benutzer habe? Und das Team antwortet, ja, wir haben ja Testpyramide. Wir schreiben da so ganz viele Unit-Tests, ein paar Integrationstests und dann noch so ein paar UI-Tests, Systemtests und dann wissen wir, dass du funktionierst. Susie ist aber ein bisschen skeptisch. So, sie hatte die Diskussionen im Team immer ein bisschen miterlebt und sagt, ja, aber ich habe da noch ein paar Fragen. Erste Frage. Woher wisst ihr denn, dass ich überhaupt das richtige Problem löse? Wenn ich mich umgesetzt habe, habe ich wirklich das richtige Problem gelöst. Besser was anderes gemacht? Wäre ich hier besser in den Ferien als statt hier an Bord? Oder das Zweite, wann schreibt ihr denn diese Tests? Vorher, nachher, nie? Oder ist das Problem, wann ist es denn wirklich gelöst? Wenn ihr mich umgesetzt habt, sind wir dann fertig oder fehlt noch was? Oder ich bin eine User Story und ihr sprecht über Tests, aber wie werden das User Stories überhaupt Tests? Gibt es da Mapping? Gibt es bei User Story einen Test? Oder muss ich mir Tests mit anderen User Stories teilen? Dann spricht ihr auch immer von dieser Test-Case-Explosion. Ihr sagt immer, viel zu viele Tests, aber da kommen noch ganz viele User Stories. Ihr habt ja noch viel, viel mehr Tests in Zukunft. Ihr seid jetzt schon überfordert. Also ich mache mir da Sorgen als User Story. Ich habe noch mehr Fragen. Wann haben wir denn genügend Tests? Wir wollen ja nicht zu viel schreiben, aber auch nicht zu wenig. Wann ist es genug? Und dann sagt ihr auch immer, ja, ist so schwierig. Ach, ich will ja den Produktionscode wieder ein bisschen aufräumen, weil das ist ein bisschen schwierig und ich will mal reflektieren, aber da muss ich so viele Tests anpassen. So anstrengend. Kriegt ihr das nicht besser hin, dass ihr vielleicht Produktionscode ändern könnt, ohne dass ihr den Testcode ändern müsst? Dann Integration von was eigentlich? Ihr habt dreimal Integration gehört, ihr habt dreimal was anderes gemeint, also ich verstehe es nicht. Das gleiche bei Unit-Tests, was ist eine Unit? Ist das jetzt eine Methode? Ist eine Klasse? Ist eine Komponente? Ich verstehe nicht, was ihr meint. So. Und da ich Susie persönlich kenne, hat sie mich gefragt, wie macht denn ihr das überhaupt in eurem Projekt? Und ich sage, ja, ich kann es mal erklären. So. Schauen wir mal zuerst, was denn Susie überhaupt, was auf der Susie draufsteht. Um was es überhaupt geht. Und zwar, also in meinem Team, in dem ich arbeite, wir bauen an einem Zeiterfassungssystem. Und eine unserer allerersten User Stories sah ungefähr so aus. Das heißt, als Mitarbeiter, wenn ich mich ins System einbatche, wir sagen dem eine Zeitmeldung, dass ich komme oder ich gehe in die Pause. Dann, wenn ich alle Zeiten von heute ansehe, dann sehe ich, wann bin ich gekommen, wann gehe ich wieder, damit ich weiß, wie lange war ich denn heute überhaupt hier. Also die erste kleine User Story, um mit dem System zu beginnen. Da kam natürlich noch ganz, ganz viel dazu. Was haben wir gemacht? Oder vielleicht, was hätten wir aus heutiger Sicht besser machen sollen? Wir hätten zuerst mal mit dem Prototyp starten sollen. Das heißt, wir gehen hin, nehmen ein Blatt Papier, Papierprototyp, ist dann ganz einfach, das kann man schnell machen. Dauert 30 Sekunden. Ich schreibe mal auf, wie es aussehen soll. Also ich habe hier so drei Knöpfe. Ich kann sagen, ich bin jetzt da, ich bin jetzt weg oder ich gehe mal schnell auf die Post. Und dann sehe ich dann, ja, um 8 Uhr bin ich gekommen, um 11.30 Uhr war ich wahrscheinlich im Mittagessen, um 1 Uhr bin ich wieder gekommen und um 6 Uhr bin ich nach Hause. Und da habe ich das mal mit unseren Stakeholdern besprochen. Löst das jetzt euer Problem? Sie sagen, ja, so irgendwie schon, aber das kennen wir ja schon aus alten Systemen und es ist total unpraktisch. Weil, wieso zeigt ihr überhaupt einen Gehen-Knopf an, wenn ich ja schon weg bin?
Kann ich zweimal gehen? Muss ich dann zweimal kommen, dass ich wieder hier bin, oder? Ja, das verwirrt die Benutzer. Dann, okay, machen wir eine bessere Version. Wir zeigen nur die Knöpfe an, die im Moment überhaupt Sinn machen. Also wenn ich nicht da bin, kann ich nur kommen. Und dann auch, ja, hier oben zu sehen, wann war ich denn jetzt da und wann war ich weg, ist auch schwierig. Lass uns das so, wir nennen das Zeitblöcke, aufteilen. So von 10.15 Uhr bis 10.30 Uhr war ich in der Pause. Aber eigentlich war ich von 8 Uhr bis 11.30 Uhr war ich da im Büro. So. Das sieht man eigentlich am Papier schon ziemlich viel. Am Papier hat man schnell gezeichnet, man hat schnell Feedback geholt. Man kann schon sehr viel herausfinden, ob man eben das richtige Problem löst. Und nicht zum Beispiel ein Symptom. Also, ich kann schon mal Susis Frage nach, lösen wir das richtige Problem, mit Prototypen zum großen Teil beantworten, bevor ich die erste Zeile Code geschrieben habe. Aber jetzt geht es richtig ans Testen und da muss ich ein bisschen ausholen. Die Entwickler unter euch, wer ist Entwickler? Kennt ihr das Akronym FIRST, so zusammen mit Unit-Tests? Gut, dann lernt ihr es jetzt. Es gibt das FIRST, das ist schon länger bekannt, und ich habe dann noch vier Dinge ergänzt. Ich habe leider auf dem Scrabble-Wortfinder im Internet kein schönes Akronym gefunden. Das erste ist, Tests müssen schnell sein. Weil nur wenn Tests schnell sind, führe ich sie immer und immer wieder aus und ich hole auch schnell Feedback. Also wenn ich eine Test-Suite in ein paar Sekunden oder Minuten ausführen kann, dann kann ich das 100 Mal, 200 Mal am Tag machen, ich weiß, es funktioniert. Wenn ein Test 2 Wochen dauert, ja, dann mache ich es nie. Wahrscheinlich mache ich es schon nie, wenn es eine halbe Stunde ist. Oder ja, Ende Sprint einmal und dann ist es rot und Panik. So. Und jetzt klar, wenn ich durch Unit-Tests habe, ist es relativ einfach, die schnell hinzukriegen. Dann ist es so ein paar Zeilen Code, die ich teste. Da will ich ein paar hundert pro Sekunde haben, so die Größenordnung. Ein paar hundert Unit-Tests, ist okay. Wenn ich jetzt aber zu einem UI-Test habe, ich will auch, dass der schnell ist. Gerade jetzt ein Unit-Test, der ein ganzes System prüft, ist natürlich nicht so schnell wie ein Unit-Test, aber höchstens ein paar Minuten. Allerhöchstens, nicht Stunden. Ist dann auch schnell. Ich will, dass die Tests isoliert sind, das heißt, ein Test testet ein einzelnes Ding und nicht 37, weil wenn der Test rot ist, dann weiß ich, was kaputt ist. Und muss nicht schauen, welches dieser 37 Dinge ist denn jetzt kaputt. Das braucht auch viel zu viel Zeit. Tests sind auch isoliert. Das bedeutet, ein Test beeinflusst den anderen nicht. Das heißt, nicht ein Test schreibt Daten in die Datenbank und der zweite Test fällt um, weil der erwartet da keine Daten. Oder noch schlimmer, ein Test schreibt Daten rein und der zweite erwartet, dass die Daten da sind. Dann läuft der zweite nicht mehr durch, wenn der erste nicht durchläuft. Da versteht man einfach nicht mehr, was das Testergebnis überhaupt bedeutet. Sie sollten wiederholbar sein, das heißt, ich will sie immer und immer wieder ausführen können. Und solange ich nichts ändere, sollte auch das gleiche Ergebnis rauskommen. Also keine so unstabilen Tests, die so jetzt 17. Mal sind dann die rot. Weil wenn man ein paar von denen hat, dann ist es immer rot. Und natürlich, was auch hilft, ist, wenn die Tests automatisiert sind. Knopf drücken, sie laufen durch. Ich muss nichts manuell beitragen. Das macht es einfacher, dass sie wiederholbar sind. Dann sollten sie self-validating sein, das heißt einfach, ja, es ist gut oder es ist nicht gut und nicht 12. Die Antwort des Tests ist 12, dann ja, 12 ist ziemlich groß, könnte gut sein, aber vielleicht 12 auch ziemlich klein. Ja, also interpretieren geht gar nicht. Manchmal hat man noch gelb. So, wir haben es noch nicht implementiert. Das ist noch so okay. Solange man nicht zu viele davon hat. Ja, wir haben 200 Tests, die sind nicht implementiert. Na, da kann man sie gleich wieder löschen. Und dann Tests sollten zum richtigen Zeitpunkt geschrieben werden. Jetzt. Wenn ihr zu diesem Zeitpunkt hier Produktionscode schreibt, wann ist der ideale Moment, um Tests zu schreiben? Davor ist eine Möglichkeit, genau. Das nenne ich dann Test-Driven Development. Ich schreibe einen Test ein bisschen vor dem Produktionscode, also ein bisschen Test, ein bisschen Produktionscode. Komme ich später nochmal genau darauf zurück. Ich kann aber auch später sagen, ach, wie verhält sich wohl das System, wenn wir das tun? Ja, schreiben wir einen Test dafür. Oder ich habe einfach was vergessen. Oder ein dritter Zeitpunkt ist dann, wenn ein Bug kommt, schreibe ich einen Test, der den Bug reproduziert und dann trifft, wenn ich es repariert habe, dieser eine genaue Bug nicht mehr auf. Warum habe ich verschiedene lange Striche gezeichnet? Das ist, weil
je weiter der Strich nach unten geht, desto schwieriger ist es, diese Tests zu schreiben. Also wenn man TDD beherrscht, das dauert so ein halbes bis ganzes Jahr, das ist meine Erfahrung, dann sind TDD-Tests sehr, sehr einfach zu schreiben. Tests nachher schreiben, das braucht schon ein bisschen mehr Aufwand, weil vielleicht ist der Code nicht so gut testbar, muss vielleicht ein bisschen rumwürgen oder sogar nochmal umprogrammieren. Und Tests ganz hier spät schreiben, dauert länger, weil, ach, was haben wir damals programmiert? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Das macht es schwierig. So, jetzt noch zu meinen vier Ergänzungen. Ich will, dass Tests refactoring-freundlich sind. Das heißt, ich will, dass ich meinen Prototypcode umbauen kann, verbessern kann, Clean Code reinbauen kann, ohne dass ich die Tests anfassen muss. Weil dann weiß ich, es funktioniert noch genau gleich wie vorhin. Wenn ich bei jeder Codeänderung den Test anfasse, dann muss ich mit Code Review oder irgendwie so sicherstellen, dass der Test immer noch das Gleiche prüft. Das ist einfach gefährlich. Also meine Erfahrung ist auch oft so, dass die meisten Bugs schleichen sich bei Refactoring rein und nicht, wenn man es erst einmal baut. Wenn man es erst einmal baut, hat man alles im Kopf. Wenn man was anpasst oder refactort, dann schleichen sich die meisten Fehler ein. Dann will ich auch, dass die Tests erweiterbar sind. Das heißt, ich will ganz einfach neue Tests schreiben können, ohne irgendwas anpassen zu müssen, das schon da ist. Ich will, dass die Tests auch veränderbar sind. Also wir lernen ja auch dazu, wenn es um Testschreiben geht. Ich will auch die Tests ändern können, ohne dass ich da das ganze System über den Haufen werfen muss. Und zu guter Letzt, ich will, dass meine Tests konzis sind. Also sie sind möglichst kurz und möglichst klar in der Aussage, was sie prüfen. Idealerweise ist das wie so eine Kurzgeschichte, gut verständlich, spannend und ich verstehe, was passiert. So wünsche ich mir meine Tests. Und jetzt für alle, die keinen Code sehen wollen heute, ihr habt Glück, ich zeige keinen Code. Für alle, die sagen, das geht nicht, zeige ich euch gerne nach der Session Code aus meinem Projekt, wenn ihr wollt. Ich darf euch den zeigen, aber ich mache es einfach nach der Session. Okay. Nochmal zur Übersicht, das sind die Dinge, die ich als Anspruch an meine Tests habe. Und jetzt muss ich noch eine zweite Klammerbemerkung machen, bevor wir wirklich mit dem Testen loslegen. Und das ist ein Missverständnis, das ich immer wieder sehe. Die Leute denken, ah, wenn ich die Summe aller User Stories nehme, dann weiß ich, wie mein System funktioniert. Das ist aber nicht so. Mein System funktioniert, das kann ich die Anzahl meiner Tests, also die Summe meiner Tests anschauen. Ist nicht das Gleiche, weil User Stories können frühere User Stories verändern, übersteuern. Wir haben es mal grün gebaut und jetzt bauen wir es aber blau, weil blau ist besser oder blau ist in. Das heißt, die Summe ergibt nicht das Resultat. Wir sagen dann nicht Tests, sondern wir sagen Spezifikationen, ausführbare Tests, weil die beschreiben genau, wie unser System funktioniert. Das heißt, wenn ich wissen will, das System ist, mein Set ist 2,5 Jahre alt, wie funktioniert das genau? Ich gehe in die ausführbaren Specs schauen, weil die beschreiben die Realität. Wenn es nicht so wäre, würden die ja nicht durchlaufen. User Stories. Wieso schreiben wir User Stories? Wir wollen ja den Business Value beschreiben. Was bringt mir das, wenn ich das als Benutzer könnte? Und die Specs, die beschreiben, wie erreiche ich diesen Business Value? Durch welche Funktionalität, durch welches Verhalten der Software? Und darum braucht es immer eine Übersetzung. Es ist nicht eins zu eins. Genug Klammerbemerkungen, legen wir wirklich los. Ich habe gesagt, wir können Tests vorschreiben, also schreiben wir mal Tests vor, Test-Driven. Test-Driven, das kennt ihr wahrscheinlich, ich schreibe ein bisschen Test, dann mache ich, dass der Test durchläuft, dass er grün ist und dann räume ich auf, wenn ich das Bedürfnis habe, aufzuräumen. Dann schreibe ich den nächsten Test oder ich erweitere meinen Test und so weiter und so fort. Tönt ganz einfach, ist leider nicht ganz so einfach in der Realität. Aber warum bin ich so Fan von dem? Das Hauptargument für mich ist, es gibt mir Fokus. Ich muss mir überlegen, was ich als nächstes machen will und ich muss das Problem wirklich verstehen, dass ich fähig bin, einen Test dafür zu schreiben. Also ich dachte, ja, ich codiere einfach mal drauf los, programmiere mal ein bisschen Framework, das profitiert dann jedes Projekt davon. Nein, ich will ein ganz klares Bedürfnis, das ich lösen will. Ich will einen Test dafür schreiben und dann nur so viel programmieren, wie es braucht. Das macht mich viel, viel schneller. Das ist meine Erfahrung, als wir nach TDD gewechselt sind, wir wurden viel, viel schneller in der Softwareentwicklung.
weil wir nur das bauen, was wir bauen mussten. Und wir haben wirklich verstanden, was wir überhaupt bauen mussten. Muss ich wieder ein bisschen ausholen. Die schwarze Box, stellt euch vor, das ist eine Klasse oder eine Methode, ein Stück Code. Oder für die Functional-Leute und auch eine Funktion. Die orangen Striche sind Wege, wie ich da durchgehen kann. Also zum Beispiel ist ein Switch-Statement mit 4 Cases. Oder für die Functional, es ist ein Pattern-Matching mit 4 Patterns. Also. Wenn ich das testen will, wie viele Test-Cases brauche ich? Mindestens? Das ist keine Trickfrage. Ist nur 5. Okay, ich kann jetzt in diesem Beispiel nur durch diese 4 Wege, ich kann sonst nicht, darum 4. Aber ja. Du bist übergenau, ja. 4. Zweite Box, da habe ich 2 verschachtelte Ifs, also das Verschachtel ist wieder ein If, da habe ich auch wieder 4. Und dann habe ich noch eine dritte Klasse oder Funktion. Da hat es ein If und nur im If-Teil nochmal ein If, da brauche ich 3. So. Und jetzt verkette ich diese Funktionalitäten zu einer größeren Funktionalität und dann sage ich, ja, okay, jetzt schreibe ich da rundherum einen Test. Wie viele Test-Cases brauche ich jetzt? Genau, ich brauche 48. Die Multiplikation, damit ich wirklich jeden Pfad durchgegangen bin. Ich brauche 48 Tests. Und das ist die Test-Case-Explosion. Wenn ich große Dinge teste, dann brauche ich wahnsinnig viele Tests. Das ist zum Beispiel die Teams, die sagen, oh, wir schreiben einfach UI-Tests und die testen die ganze Business-Logik durchs UI, weil da können wir einfach, sonst ist das System nicht testbar, also alles durchs UI. Dann habt ihr tausende von Tests, die ihr schreiben müsstet, wenn ihr halt viele Ifs im Code drin habt. Und das ist einfach nicht machbar. Ist nicht wartbar und schon, also wahrscheinlich nicht schon überhaupt nicht schreibbar, geschweige denn wartbar, so viele Tests. Was wir machen, wir zeichnen es anders hin. Nein. Wir testen natürlich die einzelnen Dinge für sich. Da brauchen wir mal 11 Tests dafür. Und dann, wir lieben Fassaden. Wir packen alles immer hinter einer Fassade. Das heißt, ich habe eine oben eine Fassade, einen Orchestrator, und dessen Aufgabe ist nur das Orchestrieren der Einzelteile. Das heißt, da darf kein If, kein Switch drin sein, es gibt nur einen einzigen Weg, ich da durchgehe. Der sagt jetzt hier, ich rufe das erste auf, nehme das Resultat, gebe das dem zweiten, nehme das Resultat, gebe es dem dritten, zum Beispiel. Das heißt, für das Teil oben brauche ich einen einzelnen Test. Es gibt nur einen Weg dadurch. Jetzt, diese Antwort ist 99% korrekt. Es gibt 1%, ist es nicht korrekt. Aber wenn euch das interessiert, kommt nachher zu mir. Also ich habe hier total 12 Tests, um zu wissen, dass es zu 99% funktioniert. Ich muss noch einmal ausholen. Hier ein typisches System, das heißt, ihr habt einen Client, ein Backend, einen Service, ein Storage. Also auf die schwarzen Boxen sind irgendwelche Subsysteme, eure Systeme, ihr könntet die auch 15 haben, ist egal. So, einfaches Beispiel. Und die schwarzen Boxen sind immer repräsentiert, dass das ein Prozess ist. Also ich habe eine Prozessgrenze. Also wirklich so ein Windows-Prozess oder Unix-Prozess. Eine Prozessgrenze. Und was habe ich denn da drin? Für uns, wir haben da für uns 3 Dinge, die wir betrachten. Wir haben das Allerinnerste, das sind Algorithmen. Also wenn ich zum Beispiel habe, gib mir den 3. Montag im November. Das ist ein Algorithmus. Oder zähle 2 Zahlen zusammen, das ist ein Algorithmus. Bisschen größer, das nenne ich eine Funktionalität. Ihr kennt das vielleicht auch ein bisschen als Komponente oder vielleicht das Modul, aber wir nennen es eine Funktionalität, das ist ein einzelnes Ding, da sind mehrere Klassen vielleicht beteiligt, die zusammen irgend so was, eine ganz, ganz kleine Business-Funktionalität ermöglichen. Also in meinem Beispiel zum Beispiel, super Satz, die Zeitmeldung abspeichern. Und die Zeitmeldung wieder lesen. Das ist eine ganz, ganz kleine Business-Funktionalität. Und weiter außen habe ich Operations. Das heißt, wenn jetzt der Client hier mein Backend aufruft, all das, was dann passiert, das sagen wir eine Operation dazu. Es kann auch ein Query sein, wenn er etwas anfragt. Die Reaktion des Backends auf einen Call. Dem sagen wir Operation.
Das gleiche könnt ihr natürlich im Client haben, im Client könnt ihr Algorithmen haben, ihr könnt Functionalities dort haben und wenn der Benutzer irgendwas aufruft, dann sagt ihr Demo Operation. Also, das geht auch dort. Mir geht es nur um diese drei Größenordnungen. Wenn wir jetzt Susi anschauen, diese Zeitmeldung hinzufügen, in meinem System gibt es mehrere Functionalities. Es gibt so das, ist jetzt leider ein bisschen abgeschnitten, das wirklich pure Abspeichern, um welche Zeit bist du jetzt da ins Büro gekommen. Es gibt aber noch viel mehr, das in dieser Operation passiert. Zum Beispiel, wo hast du dich denn eingestempelt? Im Web-Client, an einem Terminal. Es gibt auch, wir speichern ab die Operation, Zeitmeldung hinzufügen, wurde ausgeführt. Das erlaubt es uns dann zum Beispiel, diese Operation rückgängig zu machen. Oder ich kann mir anzeigen lassen, was waren meine letzten 10 Operationen? Oder wenn ihr zum Beispiel einen Ferienantrag habt, der muss bewilligt werden. In unserem System kann man alles einstellen, dass alles bewilligt werden muss. Oder dass es das System automatisch macht. Dass dieses Application, dieses Bewilligen, ist auch eine Funktionalität für sich. Weil das kann ich mit allen möglichen Operationen kombinieren. Oder Custom Fields. Also jede gute Applikation hat Custom Fields, da kann der Benutzer sagen, ja, ich will bei diesem Datensatz auch dieses Feld hinzufügen. Ist auch eine Funktionalität für sich. Das könnte ich bei uns auch für das Zeitmeldung hinzufügen, tun. Machen wir natürlich nicht, das wäre total mühsam. Und wenn wir auf die Algorithmen runtergehen, haben wir zum Beispiel hier bei dem Batch Time in dieser Funktionalität drin, weil wir ein Event-Source-System sind, das heißt, wir speichern ganz viele Events ab, State-Changes, und wenn wir wissen wollen, was ist denn jetzt der Zustand, müssen wir diese Events alle projizieren. Und das ist ein Algorithmus für uns. Und da hat es ziemlich viel Logik drin. Das gleiche ist bei der Batch Source, es ist auch Events, die projiziert werden. Und es gibt viele so kleine Algorithmen, die da noch in diesen Funktionalitäten drinstecken. So. Und dann gehen wir hin. Und ich für Susi überlege ich mir, okay, ich will als Benutzer eine Batch-Seite hinzufügen. Welche Operationen gibt es? Also welche Operation gibt es im Client? Welche Operation gibt es im Backend? Und ich sage jetzt nur die Operation im Backend. Das heißt, ich schreibe jetzt einen Test dafür. Das heißt, ihr seht, die Linie hier ist genau auf der Prozessgrenze. Das heißt, ich schreibe einen Test, der das Umfeld simuliert und jetzt diese Business-Logik, diese Operation aufruft. Und es geht auch wieder hier bis zur Business-Grenze. Das heißt, ich simuliere auch die Datenbank und das V-System und die Fremddienste. Ich führe nur genau einen Test, ich schreibe einen Test für genau diese Operation. Ein Test könnte so heißen, wenn ich eine Batch-Zeit hinzufüge und dann alle Batch-Times wieder anfrage, dann soll die neue Batch-Time enthalten sein. Ihr seht auch, wir machen Roundtrip-Tests, also schreiben und lesen. Jetzt könnte man sagen, ist nicht perfekt isoliert, weil wir zwei Dinge tun. Dann habt ihr recht, wenn ihr das sagt. Es ist aber für uns das kleinere Übel, weil wir testen dann immer gegen das API von oben. Also das API, das auch der Client zur Verfügung hat. Schreib was rein, ich frage an. Und das gibt für uns die viel einfacheren Tests. Also wenn wir hier unten prüfen würden, hast du die richtigen Daten reingeschrieben? Das ist auch sehr, sehr technisch. Und wenn wir es oben anfragen, haben wir, schreib was rein, lies wieder raus, ist es drin. Das ist etwas, das auch unter PO versteht. Hast du in der Datenbank die und die Felder abgespeichert? Das ist viel, viel schwieriger für den PO. Du machst hier Roundtrips. Dann gehen wir rein und sagen, okay, haben wir im Backend Operation. Welche Funktionalitäten brauche ich denn da? Ich habe sie euch vorher aufgezählt. Also ich gehe mal die erste hin und schreibe jetzt für die erste Funktionalität einen Test. Zum Beispiel sagen, ja, wenn ich einen Batch-Time hinzufüge für heute und dann alle wieder für heute anfrage, dann ist die neue da drin und sie soll als Draft da drin stecken. Jetzt seht ihr, das ist ziemlich dasselbe wie die Operation, aber es ist detaillierter. Weil ob es das Draft ist, ist für die Operation nicht relevant, weil der Operation-Test prüft ja nur, dass die Orchestrierung funktioniert. Ist das Draft nicht relevant. Aber auf der Functionality ist das Draft jetzt relevant, weil es ist wirklich Business-Logik, die in dieser Funktionalität drinsteckt. Und auch hier, die Umgebung ist ja komplett simuliert. Und zu guter Letzt haben wir Algorithmentests. Zum Beispiel die Projektion, wenn ich jetzt ein Set von Events habe, wenn ich die projiziere, dann kriege ich die richtige Entität. Das ist auch jetzt das, was ihr wahrscheinlich als klassischer Unit-Test kennt. Was ihr jetzt aber auch merkt, wir schreiben diese Unit-Tests
nur für Algorithmen. Das heißt, alle anderen Klassen sind nicht separat getestet. Die werden eben als Teil von einer Funktionalität oder von einer Operation mitgetestet. Und da ja, wenn da keine Logik drin steht, ist das völlig okay für uns. Das ist genügend gut. So. Also ich habe diese drei Arten von Test für Test-Driven und die erfüllen dieses First-Track. Die sind sehr schnell, das sind In-Prozess-Tests, da kann ich ein paar hundert pro Sekunde ausführen, ist kein Problem, weil ich habe keine langsame Datenbank, Filesystem oder irgendwas dran. Sie sind ziemlich gut isoliert bei uns, was sind halt Roundtrip, also zwei Dinge, schreiben und lesen, aber wenn wir da einen Fehler finden, ist ziemlich oft klar, ob es beim Schreiben oder beim Lesen schief geht. Das auf eine gute Fehlermeldung bringen, dann geht das auch. Sie sind repeatable, sind einfach in dem Sinn mit einem Unit-Test-Framework zum Beispiel geschrieben. Sie sind self-validating, es laufen durch oder nicht. Sie schreiben sie zuerst. Sie sind sehr refactoring-freundlich, weil wir immer gegen diese Fassade die Tests schreiben. Das heißt, wenn wir den Code hinter der Fassade auch komplett umrefactoren, der Test bleibt exakt gleich. Das ist das eines der wichtigsten Teile. Sie sind erweiterbar, sie sind changebar und sie sind auch konzis. Da müsste ich euch Code zeigen, dass ihr mir das glaubt, aber ihr müsst es mir jetzt halt einfach glauben. Oder kommt nachher vorbei. So. Und Tim hier, Tim ist ein Teil vom Team, der hat gesagt, wenn ihr die Functionalities ja separat testen, dann kann ich die ja wiederverwenden in anderen Operations. Dann kann ich keine Anekdote erzählen. Also mein PO kam zu uns ins Team und hat gesagt, ja, ich habe da einen Kunden, der hat ein eigenes System, um die Zeitmeldung zu erfassen, aber er kann die Saldo nicht rechnen. Also wie viel warst du jetzt da im ganzen Jahr? Das ist nicht ganz einfach, weil es gibt Feiertage und Teilzeitarbeit und so weiter. Der hat einfach die einzelnen Zeitmeldungen, aber weiß jetzt nicht, wie lange warst du da. Und gesagt, könnten wir das irgendwie an unser System anbinden? Da sind wir so 5 Minuten zusammengehockt und gesagt, ja gut, wir haben ja all die Funktionalitäten, die es braucht. Wir können all diese Berechnungen, all das Zeug haben wir. Das Einzige, was anders ist, wir haben nicht die eigenen Daten, sondern wir kriegen die Daten von extern. Also schreiben wir eine neue Operation, die klickt auf die Daten, ruft die Funktionalitäten auf. Wie jetzt? Sind zurück zum PM und sagt, ja, hast du in 2 Tagen. Er so, oh, 2 Tage? Er dachte so eher so in Monaten, oder? Und das ist der Gewinn, den ihr habt, wenn ihr so ein modulares System habt. Und das ist für mich eben auch agile Software. Die Software ist auch agil. Nicht nur der Prozess, sondern auch die Software ist schnell und kann einfach verändert und erweitert werden. So. Das ist der Test-Driven-Teil. Und jetzt gehen wir zurück zu den Fragen von Susi. Und jetzt kann ich ein paar beantworten davon. Ich kann teilweise beantworten, wenn wir die Tests schreiben. Ich habe jetzt einfach mal erzählt, welche wir zuerst schreiben. Ob das Problem gelöst ist? Ja, diese Tests sagen uns, ob wir die Business-Logik richtig geschrieben haben. Die sind komplett getestet. Wir wissen aber natürlich nicht, ob das ganze System funktioniert. Das wissen wir noch nicht. Darum ist das erst teilweise beantwortet. Übrigens, was grün ist, das ist schon beantwortet. Was unterstrichen ist, das ist das Delta zum letzten Mal, als ihr das Slide gesehen habt. Das ist Diff. Wir User Stories und Tests zusammenhängen, das habe ich euch beantwortet. Also als Test überlegen wir, welche Operations sind betroffen und dann schreiben wir für die Tests und für die Functionalities und für die Algorithmen. Test Case Exception habe ich euch auch gesagt. Wir testen viele kleine Dinge und bauen die zusammen und testen nur noch, ob die Orchestration funktioniert und nicht mehr die Details. Test Production Code Coupling haben wir teilweise beantwortet, dass wir primär diese Fassaden verwenden und somit entkoppelt sind zwischen Tests und Production Code. Ich habe euch Integration in dem Sinn erklärt, Operations sind eine Art Integrationstest, Functionality sind eine Art Integrationstest, aber da kommt noch mehr. Und was eine Unit ist, bis jetzt kennen wir Algorithmen, Functionalities und Operations. Aber da gibt es auch noch mehr. So, was gibt es noch mehr? Wir schreiben auch Tests, nachdem wir Production Code geschrieben haben. Warum machen wir das? Weil man kann nicht alles mit TDD programmieren. Also vor allem Dinge an der Systemgrenze sind oft sehr mühsam, TDD zu programmieren. Da muss man vielleicht ein bisschen ausprobieren, UI-Test-Driven entwickeln. Das stelle ich mir schwierig vor. Aber das ist kein Problem. Wir müssen ja nicht alles TDD-Driven entwickeln. Und ja, passiert sogar uns, obwohl wir perfekt sind, passiert das uns natürlich, dass wir mal was vergessen,
ah ja, negative Zahl im Text eingeben, ja, habe den Test vergessen, also fügen wir die halt später hinzu. Die ersten Tests, die wir schreiben, sind Prozessgrenzentests. Dass ich wieder auf dieses Bild hier gehe, ich habe hier die gelb, die Prozessgrenze. Jetzt prüfen wir alles, was über diese Prozessgrenzen weggeht. Also zum Beispiel ein Aufruf aufs Backend, das ist bei uns eine HTTP-Schnittstelle. Also ich rufe einen HTTP-Endpoint mit einem Payload auf und ich prüfe, komme ich in eine vernünftige Antwort zurück. Was wieder ist, wir simulieren die reale Business-Logik. Das heißt, ich teste die reale Business-Logik nicht mit, das macht die Test viel, viel einfacher. Weil im Test steht dann drin, ah, ja, du rufst ja hier Add-Zeitmeldung auf, also simulieren wir die Operation, Zeitmeldung hinzufügen, wenn du das mit diesen Daten aufrufst, kriegst du diese und diese Antwort. Und das macht diesen Test sehr einfach. Das gleiche hier, für jedes SQL-Statement, das wir absetzen, haben wir einen Test. Also versteht SQL Server, was wir da programmiert haben in SQL. Und verstehen wir die Antwort des SQL Servers. Und das gleiche für alle Fremddienste. So. Auch das erfüllt dieses First Track. Die Tests sind natürlich nicht ganz so schnell wie die anderen Tests vorhin, weil ich teste hier jetzt natürlich eine Prozessgrenze. Also hier müssen wir wirklich mit dem richtigen Webserver arbeiten. Aber da wir immer genau nur pro SQL Statement einen Test haben und pro Endpunkt auf HTTP einen Test, das sind einfach nicht so wahnsinnig viele Tests, weil ich teste keine Business-Logik darüber. Und somit sind sie nicht ganz so schnell, aber es sind wenige und somit in der Summe immer noch genügend schnell. Und alles andere gilt genauso. So. Aber wir schreiben nicht nur automatisierte Tests, wir lassen auch Leute an unsere Software ab und zu. Wir haben exploratives Testen. Also ein Tester oder eine Testerin bedient wirklich die Software und überlegt sich, was haben wohl die lieben Entwickler mal wieder vergessen. Die Entwickler sind immer so lösungsorientiert, so, ja, ich habe eine Lösung, und die vergessen, was links und rechts ist, und das ist gut. Wenn ein Tester kommt und sagt, ja, typische Fehler sind eben, ich gebe mal Schrott ein, oder ich logge mich ein, logge mich aus, logge mich ein, logge mich aus und wechsle nach Account und boah, komplizierte Szenarien, einfach um die Lücken, die Grenzen unserer Software zu finden. Das mache ich mit explorativen Testen. Dann schreiben wir wieder automatisierte Tests. Wir schreiben System Smoke Tests. Das heißt, immer wenn das System deployed wurde, führen wir 4 Tests aus. Das sind 4 Tests, die wirklich das gesamte System beüben, also mit einloggen, sich wie ein Benutzer verhalten. Also wir haben einen Web-Client, da geht das relativ einfach. Und die prüfen aber nur die 4 wichtigsten Dinge in unserem System. Also das Allerwichtigste ist, kann ich eine Zeitmeldung hinzufügen und sehe ich die dann in meinem Tag? Also das ist das, was in unserem System unbedingt funktionieren muss. Mit allem anderen kann man leben, wenn es mal 5 Minuten nicht da ist. Also wir haben einen Smoke-Test, der sagt, das funktioniert. Und das können wir nach jedem Deployment ausführen. Und weil das wieder 4 Tests sind, jeder Test braucht halt ein paar Sekunden, weil ja, das ganze System wird da beübt. Okay, das System ist hoffentlich nicht so langsam, aber 4-mal so ein paar Requests absetzen, ist auch in ein paar Sekunden durch. Das ist auch schnell. Und das Letzte, was wir schreiben als Test After, sind nicht funktionale Tests, also Dinge wie Load-Tests, Performance-Tests oder Reliability-Tests. Also ist das System fähig, genügend lang am Leben zu bleiben und nicht down, stürzt nicht down und ab? Aber was mir hier wichtig ist, das sind Dinge, dann schreiben wir Tests dafür, wenn wir es wissen wollen, wie sich das System wahrscheinlich verhält, bevor wir live gehen. Also bei uns, dort wo ich ein Team, in dem ich arbeite, der hat einen Kunde, der hat 5000 Mitarbeiter. Das heißt, wir haben einmal simuliert, was passiert, wenn 5000 Mitarbeiter alle um 8 Uhr früh gleichzeitig ins Büro kommen. Wie verhält sich unser System? Einerseits auf der Lastseite, andererseits auf der Performance-Seite. Kommen wir mit diesem Load zurecht und was sind denn die Antwortzeiten des Systems, da 5000 Leute mehr oder weniger gleichzeitig, ich bin jetzt da, drücken. Das machen wir aber nur für Dinge, wenn wir große Sprünge erwarten, von einer Version auf die nächste oder wenn jetzt ein neuer Kunde dazukommt, plötzlich 10.000 Benutzer mehr. Dann wollen wir Sicherheit haben, dass unser System das erträgt.
diese plötzliche Mehrlast, dann schreiben wir diese Tests. Für den normalen Wachstum auf unserem System machen wir das nicht, da verwenden wir Monitoring. Komme ich dann nachher nochmal dazu. Weil zuerst müssen wir schauen, welche Fragen von Susi wir jetzt schon beantwortet haben. Also das Unterstrichene ist das Delta. Wenn schreiben wir Tests? Habe ich gesagt, welche Tests, dass wir Test after schreiben. Wir sollten jetzt wissen, ob wir das Problem gelöst haben. Das sollten wir jetzt wissen mit diesem Test. Das System läuft. Das Test Production Code Coupling habe ich euch gezeigt, von diesen Process Boundary Tests, dass die auch wieder nur genau die Boundary testen und somit eigentlich mit der Business Logik nicht gekoppelt sind. Da habe ich kein Problem, wenn ich in der Business Logik etwas ändere. Integration Test, ja, ich integriere unser System mit Fremdsystemen, Datenbank, File-System, auch das ist getestet. Das ist auch ein Integrationstest für uns. Und eben die Unit kann auch die Systemgrenze sein. Gut. Bleibt noch der dritte Teil, dann sind wir auch schon am Ende der Timeline, das Monitoring. Das heißt, mit Monitoring wollen wir Feedback aus der Realität haben. Wir wollen wissen, funktioniert das wirklich, was wir hier gebaut haben? Also, einerseits, benutzen die Benutzer unsere Software überhaupt, das neue Feature, das neue tolle Feature, das wir eingebaut haben, benutzt das überhaupt irgendjemand? Wenn nicht, nehmen wir es besser wieder weg, müssen wir es nicht warten. Oder wie verwenden sie es? Wann, wie oft? Oder auch ist die Infrastruktur, wie verhält die sich? Ist die jetzt schon unter Volllast oder tümpelt die ein bisschen vor sich hin? Können wir vielleicht downscalen, müssen wir irgendwo upscalen? Wir haben das auch über die Zeit im Griff. Und wir sehen dann auch, wenn wir so jeden Tag 10 Benutzer mehr kriegen oder so, ah, das System ist irgendwo 60-70% ausgelastet, das ist noch okay. Wenn wir dann so gegen 90% hochkommen, dann müssen wir wahrscheinlich was unternehmen. Wir sehen auch auf der Datenbank, welche Queries sind die Queries, die am meisten Zeit benötigen, was sind die Antwortzeiten auf die Requests und wir können auch anhand dieser Daten für uns wieder Dinge rausnehmen, die wir als nächstes angehen, wenn jetzt das zum Beispiel zu langsam ist. Und Monitoring sagt uns auch knallhart, wenn wir etwas vergessen haben bei den Tests vorhin. Wenn Monitoring kommt, ist eine Exception passiert, dann hat irgendwo ein Test gefehlt. Und was monitoren wir? Wieder kleine Klammerbemerkung. Unser System hat Feature Toggles. Das heißt, ich kann für bestimmte Zielgruppen einstellen, ob die ein Feature sehen oder nicht. Das heißt, das ermöglicht uns zum Beispiel, dass wir ein Feature nur auf dem Test-Tenant, also es ist ein Tenant, der läuft auf dem Produktivsystem, aber der ist für uns, für Demos, für die Reviews, zum Herumprobieren. Und wir können Dinge da, neue Funktionen da deployen auf dem Live-System, wir können sie auf dem Live-System austesten. Das ist der Grund, wir haben gar kein Testsystem mehr, wir haben nur ein Live-System. Wir deployen da und testen auch da. Das erlaubt uns natürlich auch Dinge wie AB-Testing, also zwei Varianten des Gleichen ausliefern. Wir machen jetzt das noch weniger für, ob es jetzt in grün oder blau ist, sondern mehr, wie ist die Performance. Wenn wir nicht abstimmen können, ist diese Variante wohl besser oder die andere. Also der Benutzer merkt keinen Unterschied, außer dass es vielleicht ein bisschen länger oder ein bisschen schneller ist. Aber für uns ist das vom Monitoring her sehr, sehr interessant, zu sehen, mit welchem Weg wollen wir weitergehen. Dann überwachen wir natürlich Dinge eben wie Load, Performance, Reliability. Aber wir deployen nach Azure, das kriegt man alles geschenkt da. Die Zahlen sind alle da, die muss man nur noch in den Dashboard zusammenklicken. Das ist sehr, sehr angenehm. Und was wir natürlich auch haben, sind Incidents, also Dinge, die Leute, Benutzer dann beim Support anrufen und dann sagen, ja, ich verstehe das nicht, das ist auch ein Feedback, also haben wir es nicht genügend benutzerfreundlich oder selbsterklärend gemacht. Oder sie stellen durch Fehler fest, so, ich habe da was gemacht, wieso ist das nicht so, wie ich es erwarte. Das sind auch, in dem Sinn auch Monitoring der Benutzer, die zurückfließt zu uns. So. Und Monitoring beantwortet uns eben die Frage, wann habe ich genügend Tests? Das ist dann, wenn im Monitoring alles schön ist. Und Monitoring ist für mich eben auch ein Test, weil ich kann beim Monitoring einstellen, wenn in den letzten 10 Sekunden mehr als 10 Requests länger als 400 Millisekunden gedauert haben, dann schreibt mir eine E-Mail. Das ist dann der rote Test, wenn ich das E-Mail kriege. Also man kann Monitoring auch als Test verwenden. Man kann Monitoring auch verwenden,
Führ alle 10 Sekunden diesen Befehl aus. Und das Resultat sollte so und so sein. So, wirklich Live-Tests im Live-System. Geht auch sehr gut. Gut, hier nochmal die Übersicht. Das ist alles, was wir machen in meinem Team. Und was ja die Testpyramide Schönes sagt, ist ja, was ist eine Pyramide ist, die haben viele Unit-Tests, mittel viele Integrationstests und wenig UI-Tests. Das habe ich ja noch nicht erklärt. Aber es ist noch ein bisschen Whitespace auf dem Slide, das heißt, ich kann es noch zupacken. Das heißt, seht ihr oben, auf je dicker der violette Balken ist, desto mehr haben wir davon. Und ihr seht, wir haben primär Functionality-Tests, weil die prüfen die Business-Logik. Das in unserem System ist das, was das Relevante ist. Die Business-Logik muss korrekt funktionieren. Weil da sind Gesetze dahinter, maximale Arbeitszeit, Minimalpausenzeit und so weiter. Und Gesetze programmieren ist wirklich mühsam und kompliziert, weil die sind einfach nicht logisch. Die Mittagspause muss mindestens eine halbe Stunde sein. Ja, was ist eine Mittagspause? Kann die auch morgen um 6 sein? Ja, blöde Frage. Also primär Functionality-Tests. Wir haben pro Operation, die unser System kann, haben wir halt einen Operation-Test. Also pro Subsystem haben wir einen Operation-Test, relativ überschaubar. Algorithmen-Tests hat so viele, wie es Algorithmen gibt. Das kommt natürlich aufs System drauf an. Aber ihr seht, was wir auch noch investieren, ist ein exploratives Testen, ist uns wichtig. Das ist eher limitiert durch die Testkapazität bei uns. Macht einfach so viel, wie es geht. Und wir investieren lieber in Monitoring als in Load- und Performance-Tests. Das gibt uns mehr Value zurück. Jetzt hat es immer noch ein bisschen Whitespace auf diesem Slide. Das ist, jetzt könnt ihr es leider nicht lesen. Hier oben ist es, es testet das gesamte System. Und hier unten ist, es testet nur ein paar wenige Zeilen Code. Also die Aussage ist, wie groß ist der Scope des Getesteten eines Tests? Mit Prototypen könnt ihr so ein ganzes System auf Papier zeichnen und dann so mit Papierkino könnt ihr das durchspielen. Ihr könnt aber auch nur einen Teil des Systems natürlich anschauen mit Leuten. Operation-Tests leben irgendwo in der Mitte, das sind eben so diese Teilsysteme, die da geprüft werden. Functionality-Tests sind dann wesentlich kleiner, eben so eine Komponentengröße zum Beispiel. Algorithm-Tests sind dann wirklich nur ein paar wenig Zeilen Code, so ein einzelner Algorithmus. Process-Boundaries sind eben auch wieder nur ganz wenig Code, das ist wirklich nur das Zusammenstellen des SQL-Queries und Absetzen auf die Datenbank, das ist auch nicht viel Code. Explorativ, System, Smoke-Test und Non-Functional sind irgendwo so ein bisschen in der Mitte. Functional-Tests kann ich zum Beispiel eben auch nur für SQL-Queries machen. Also sind die einfach genügend schnell, darum ist es auch weiter nach unten. Und Monitoring kann ich auch ein bisschen alles machen. Also ich kann das Gesamtsystem monitoren, ich kann aber auch wieder nur die Antwortzeiten der Datenbank zum Beispiel monitoren. Also habe auch da die ganze Bandbreite möglich, die ich mir anschauen kann. So. Und Susi lacht wieder hier, weil Susi sagt jetzt, ja, so, doch, habe ich das Gefühl, so weiß ich, dass ich am Ende funktioniere und ich einen glücklichen Benutzer habe. Danke euch für die Aufmerksamkeit.